Heilig, das ist das Thema der diesjährigen Hauptkonferenz des christlichen Netzwerks Evangelium 21 gewesen. Am vergangenen Wochenende haben verschiedene Referenten online über die Heiligkeit Gottes und die Heiligung im Alltag der Christen gesprochen. Darunter auch Christian Wegert, erst Pastor und Leiter des Gemeinde- und Missionswerks Arche. Gott hat gesagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und nun ruft er uns auf, dass nachdem wir durch den Glauben ein neuer Mensch geworden sind, dass wir nun auf dem Weg mit Jesus immer mehr uns in sein Bild verwandeln, das heißt seine Eigenschaften annehmen. Ein geheiligtes Leben führen bedeutet laut Christian Wegert aber nicht, vor Gott gerecht zu werden. Denn die Rettung erlangten Christen nicht durch ein moralisch einwandfreies Leben. Eine Rettung ist nur durch die Gnade Gottes möglich, indem er den Glauben schenkt. Und wenn wir dann diesen Glauben geschenkt bekommen haben, neues Leben in uns haben, dann sagen wir, ja, jetzt möchte ich aus Dankbarkeit so werden, wie Jesus möchte, dass ich werde. Also Heiligung ist niemals eine Gunst vor Gott zu erwerben, sondern vor Gott hat nur Christus Gunst. Wir sind in Christus durch den Glauben, aber nun sind wir aufgerufen, aus diesem Glauben und aus der Kraft, die Gott uns gibt, durch seinen Geist, ein geheiligtes Leben zu führen. Heutzutage konzentrieren sich die Menschen sehr auf die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes, so Wegert. Und das sei auch gut so. Aber er bedauert, dass nur sehr wenig über seine Heiligkeit gesprochen wird, wo doch dies ein essentieller Wesensbestandteil ist von Gott. Wenn wir die Heiligkeit Gottes im Fokus haben, dann verstehen wir auch erst, warum es nötig war, dass dieser heilige Gott seinen Sohn sandte, damit dieser als unschuldiges Opfer am Kreuz für unsere Sünden stirbt. Wir brauchen einen Mittler zwischen uns Sündern und dem heiligen Gott. Blenden wir die Heiligkeit Gottes aus, verliert das Evangelium an Bedeutung. Der Vorstandssprecher der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, Martin Lessentin, befürchtet, dass die Corona-Pandemie auch noch in Zukunft missbraucht wird, um religiöse Minderheiten zu unterdrücken. Das sagte er im Gespräch mit der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Bereits im Jahr 2020 sei die Pandemiebekämpfung in einigen Ländern ein willkommener Vorwand gewesen, um die Diskriminierung von Minderheiten zu verschärfen. Dafür habe man sie als Sündenböcke missbraucht und ihnen unterstellt, unrein und Verbreiter der Pandemie zu sein. Betroffen seien vor allem Christen in Pakistan, Indien, der Türkei, Ägypten und China.